In letzter Zeit habe ich mich ständig unmotiviert und müde gefühlt. Ich war an einem Punkt angelangt, an dem ich nichts mehr tun wollte, außer dem Nötigsten. Sogar die Aktivitäten, die mir früher viel Spaß gemacht haben und die ich als Hobby betrieben habe, fühlten sich nicht mehr gut an. Also machte ich mich auf die Suche nach einer Antwort und fand einen interessanten Podcast, der mir half zu verstehen, warum ich so wenig Motivation und Antrieb hatte. Ich habe viel aus diesem Podcast gelernt, um meine Situation zu verbessern und habe beschlossen, meine Erkenntnisse mit Ihnen zu teilen. Lassen Sie uns also beginnen. All Ihre Motivation und Ihr Antrieb kommt von einem Neurotransmitter in Ihrem Gehirn namens Dopamin. Es treibt Sie dazu an, die Dinge zu tun, die Sie brauchen oder wollen. Ohne Dopamin wären Sie nicht einmal in der Lage, einen Muskel zu bewegen. Im Grunde brauchen Sie es, um zu funktionieren und zu überleben. So wie bestimmte Spielzeuge eine Batterie brauchen, so brauchen Sie auch Dopamin, um zu funktionieren. Vereinfacht ausgedrückt ist Dopamin also Ihre Batterie. Nun hat Dopamin eine recht interessante Funktionsweise. Es hat einen Grundwert und einen Spitzenwert. Vereinfacht gesagt liegt Ihr Grundwert bei 2 und Ihr Spitzenwert bei 4. Nehmen wir an, Sie essen Schokolade oder rauchen eine Zigarette und Ihr Dopamin steigt plötzlich auf den Spitzenwert an, auf 4. Nach einiger Zeit muss der Dopaminspiegel wieder sinken und jetzt kommt der interessanteste Teil. Nach dem Hoch kehrt der Dopaminspiegel nicht auf seinen vorherigen Tiefstand zurück, der bei 2 lag. Er fällt unter den Wert von 2. Je höher der Dopaminspiegel ansteigt, desto größer ist der anschließende Absturz. Mit anderen Worten, je höher die Steigung, desto niedriger ist der Dopaminspiegel danach. Wahrscheinlich haben Sie das selbst schon erlebt. Wenn Sie zum Beispiel ein großes Ziel erreicht haben, zum Beispiel Ihren Schulabschluss oder Ihren Traumjob, fühlten Sie sich eine Zeit lang großartig. Aber nach einiger Zeit fühlten Sie sich leer, traurig und sogar deprimiert. Dies ist ein einfaches Beispiel dafür, dass Dopamin nach einem großen Schub unter seinen Ausgangswert fällt. Es ist sehr wichtig, die Beziehung zwischen der Grundlinie und der Steigerung zu verstehen. Deshalb gebe ich Ihnen ein weiteres Beispiel. Nehmen wir an, Sie entdecken ein Videospiel zum ersten Mal und bekommen einen enormen Dopaminschub, wenn Sie es spielen. Wie wir bereits gesagt haben, ist der Absturz umso größer, je höher der Dopaminschub ist und je niedriger der neue Ausgangswert ist. Nach dem Dopaminabsturz fühlen Sie sich traurig und um das gleiche Maß an Begeisterung zu erreichen, spielen Sie das Spiel noch einmal. Man bekommt wieder einen Dopaminschub, aber nicht mehr so stark wie zuvor. Wenn Sie immer wieder spielen, werden die Dopaminschübe immer niedriger und gleichzeitig sinkt Ihr Grundwert immer weiter ab. Ich möchte Ihnen von Blinkist erzählen, dem Sponsor des heutigen Videos. Blinkist bringt die wichtigsten Lektionen aus mehr als 5000 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf Ihr Smartphone. In nur 15 Minuten pro Titel können Sie Ideen, neue Perspektiven und wertvolles Wissen für Ihr Leben und Ihre persönliche Entwicklung erhalten. Ich persönlich habe Blinkist in letzter Zeit häufig genutzt und eines meiner Lieblingsbücher in der App ist Die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss. Die Schlüsselideen aus dem Buch sind sehr fesselnd und angenehm geschrieben und erzählt, sodass ich persönlich das ganze Hörbuch komplett durchgespielt habe, ohne auch nur einmal anzuhalten. Blinkist hat auch eine neue Funktion namens Blinkist Connect eingeführt. Mit Blinkist Connect kann jedes Blinkist Premium Abonnement von 2 verschiedenen Konten geteilt werden, ohne zusätzliche Kosten. Blinkist hat im Moment ein spezielles Angebot. Klicken Sie auf den Link in der Beschreibung, um Ihre kostenlose 7-Tage-Testversion zu starten und 25% Rabatt auf eine jährliche Premium-Mitgliedschaft zu erhalten. Vielen Dank an Blinkist für das Sponsoring des Videos. Und nun zurück zum Dopamin. Das ist der Grund, warum Menschen, die viele Videospiele oder andere süchtig machende Aktivitäten spielen, manchmal einen Punkt erreichen, an dem sie keine Energie und Motivation mehr haben, etwas zu tun. Weil sie bei jeder Aktivität, die sie ausüben, nur sehr geringe Dopaminspitzen erhalten. Sehr oft werden sie dann depressiv und ängstlich. Auch hier ist die Erklärung einfach. Durch die häufigen Dopaminhöhepunkte haben sie ihren Ausgangswert so weit gesenkt, dass sie jetzt nicht mehr genügend Dopaminreserven für irgendetwas anderes haben. Wie ich bereits zu Beginn erklärt habe, ist Dopamin wie eine Batterie. Sie entlädt sich. Je öfter man es aufstockt, desto schneller ist sie leer. Es geht nicht nur um Videospiele, sondern um viele Dinge, die man gerne tut und die den Dopaminspiegel erhöhen. Egal, ob es sich um Essen, soziale Medien, Zigaretten, Schokolade, Sport oder Ähnliches handelt.
Es spielt keine Rolle, um welche Aktivität oder Sache es sich handelt. Wenn man sie sehr oft ausübt, sinkt der Dopaminspiegel irgendwann ab, was zu einem niedrigen Motivations- und Antriebsniveau für andere Dinge im Leben führt. Sie haben keine unterschiedlichen Dopaminbatterien für verschiedene Aktivitäten. Sie haben nur eine universelle Batterie. Wenn Sie also eine gesunde Menge an Dopaminreserven haben wollen, müssen Sie gezielt die Anzahl der Dinge reduzieren, die Ihr Dopamin in die Höhe treiben. In einer Minute werde ich Ihnen Tipps und Hilfsmittel geben, wie Sie das tun können. Aber lassen Sie mich zunächst erklären, warum Dopamin so funktioniert, wie es funktioniert. Es gibt einen evolutionären Grund dafür und es ist wichtig, ihn zu verstehen. Stellen Sie sich vor, Sie lebten vor 10.000 Jahren. Sie sind aufgewacht und hatten kein Essen und kein Wasser mehr. Also mussten sie losziehen und Nahrung und Trinken suchen. Aber da draußen lauerten viele Gefahren. Raubtiere, giftige Tiere, Kälte, Stürme. Trotzdem mussten sie sich dazu motiviert fühlen, denn ihre Familie hatte Hunger. Durch Dopamin motiviert ihr Gehirn sie, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Also gehen sie los und suchen viele Früchte und Beeren und sammeln sie ein. Jetzt haben sie Essen für ihre Familie. Sie haben die Belohnung gefunden. Sie erleben eine Dopaminausschüttung, die sie aufgeregt und glücklich macht. Aber nach dieser großen Dopaminausschüttung muss das Dopamin wieder auf ein niedrigeres Niveau sinken. Und warum? Wenn es einfach auf diesem hohen Niveau bliebe, würden sie sich nie wieder motiviert dazu fühlen, auf Nahrungssuche zu gehen. Der Dopaminspiegel sinkt also wieder ab, und zwar auf ein niedrigeres Niveau als zuvor, weil nach dem großen Dopaminschub nicht mehr viel davon übrig ist. Nachdem wir nun verstanden haben, wie Dopamin funktioniert, wollen wir über die Lösungen sprechen und darüber, was wir tun können, um es wieder aufzufüllen, damit wir mehr Motivation und Antrieb haben. Um zu erklären, wie das geht, nehme ich das Beispiel des Sports. Sportliche Betätigung führt immer zu einer gewissen Dopaminausschüttung. Das ist natürlich von Person zu Person unterschiedlich. Also nehmen wir an, dass Sie sich in der Mitte befinden. Sie hassen Sport nicht, aber Sie lieben ihn auch nicht. Sie hassen es, verschwitzt zu sein. Aber Sie wollen Sport treiben, weil Sie Ihre Gesundheit verbessern wollen und glauben, dass Sie etwas abnehmen müssen. Sie haben es schon mehrmals versucht, aber am Ende haben Sie immer die Lust verloren und aufgegeben. Jetzt haben Sie sich gerade im Fitnessstudio angemeldet und mit einem neuen Trainingsprogramm begonnen. Um Ihre Erfahrung angenehmer zu gestalten, nehmen Sie Ihr Handy mit und hören Musik, während Sie trainieren. Sie haben auch einen Freund überredet, mit Ihnen zu trainieren, damit Sie sich mit ihm unterhalten können und sich motiviert fühlen. Sie trinken vorher einige Energy Drinks, damit Sie sich nicht träge fühlen. Außerdem konzentrieren Sie sich auf die Belohnung. Sie werden toll aussehen und sich toll fühlen, wenn Sie sich daran halten. Sie versuchen, sich selbst zu motivieren, indem Sie denken, jetzt ist es doof, hier zu sein, aber wenn ich fertig bin, wird es mir besser gehen. Wenn ich diese Woche jeden Tag trainiere, werde ich mir am Samstag einen riesigen Milchshake gönnen. Okay, also folgendes Szenario. Sie tun etwas, das Sie nicht besonders mögen und das jeden Tag. Um es erträglicher zu machen, haben Sie weitere Schichten von angenehmen Dingen hinzugefügt. Energydrinks, Musik und Freunde. Außerdem konzentrieren Sie sich auf das Endziel, um sich zu motivieren. Das hört sich nach einem guten Plan an, aber es gibt viele Probleme mit dieser Art, Dinge anzugehen. Zunächst einmal verwenden Sie mehrere Motivationsschichten, um das Training angenehmer zu gestalten. Auf diese Weise konditionieren Sie Ihren Dopaminspiegel so, dass er nur dann hoch ist, wenn alle diese Schichten vorhanden sind. Das bedeutet, dass das Training nur dann angenehm ist, wenn Sie Energydrinks, Musik und Freunde dabei haben. Wenn Sie eines davon weglassen, werden Sie das Gefühl haben, aufzugeben. Wenn also Ihr Freund das Training ausfallen lässt, werden Sie weniger Lust haben, sich zu bewegen, und das wird ein Hindernis zwischen Ihnen und Ihren Zielen sein. Um das zu ändern, sollten Sie der Versuchung widerstehen, die Dinge immer so angenehm wie möglich zu gestalten. Was Sie anstreben sollten, ist eine intermittierende Freisetzung von Dopamin. An manchen Tagen bekommen Sie es, an anderen nicht. Sie können problemlos jeden Tag Sport treiben, solange Sie darauf achten, dass Sie nicht jeden Tag einen extrem hohen Dopaminspiegel erreichen. Sie sollten also für Abwechslung sorgen. Manchmal hören Sie beim Sport Musik, manchmal nicht. Manchmal machen Sie morgens Sport, was Ihre liebste Tageszeit ist, aber manchmal auch nachmittags, was Sie nicht mögen. Manchmal nehmen Sie einen Energydrink zu sich, manchmal auch nicht. Das hört sich widersprüchlich an, aber die Wahrheit ist,
Wenn sie ihre Motivation für Schule, Sport, Arbeit, Beziehungen und so weiter aufrechterhalten wollen, müssen sie vor allem dafür sorgen, dass ihr Dopaminspiegel nicht zu oft in die Höhe schnellt. Wenn wir nun ein wenig zurückgehen, gibt es ein weiteres großes Problem mit den oben erwähnten Trainingsgewohnheiten. Sie haben sich auf die Belohnung konzentriert, das heißt darauf, Gewicht zu verlieren, gesund zu sein und am Wochenende einen großen Milchshake zu trinken. Lassen Sie mich erklären, warum das ein Problem ist. Es gibt ein Experiment, das vor vielen Jahren in Stanford mit Kindergartenkindern durchgeführt wurde, die gerne malten. Die Forscher haben dann damit begonnen, diese Kinder für das Zeichnen zu belohnen. Einen goldenen Stern oder etwas anderes, das ein kleines Kind als Belohnung empfinden würde. Dann hörten die Forscher auf, den Kindern den goldenen Stern zu geben, und sie fanden heraus, dass diese Kinder nun viel weniger dazu neigten, von sich aus zu zeichnen, weil es keine Belohnung gab. Bevor sie belohnt wurden, hatten die Kinder Spaß am Zeichnen. Sie hatten eine Art intrinsisches Verlangen, es zu tun. Aber nachdem sie belohnt wurden, ging es nur noch um die Belohnung. Wenn Sie sich für etwas belohnen, neigen Sie dazu, weniger Freude mit der Tätigkeit selbst zu verbinden, die die Belohnung hervorgerufen hat. Ihr Gehirn begreift, dass Sie die Tätigkeit nicht getan haben, weil sie Ihnen Spaß gemacht hat. Sie haben es wegen der Belohnung getan. Sie schalten also die neuronalen Schaltkreise für Dopamin ab, die normalerweise während der Aktivität aktiv gewesen wären, und sie sind nur noch bei der Belohnung aktiv. Wie können Sie das also beheben? Man muss anfangen, sich selbst zu sagen, dass die Anstrengung großartig ist. Sagen Sie sich, der Teil der Anstrengung ist der gute Teil. Ich weiß, es ist schmerzhaft. Ich weiß, dass es sich nicht gut anfühlt, aber es ist meine Entscheidung und ich konzentriere mich darauf. Wenn Sie dies immer wieder wiederholen, werden Sie anfangen, die Dopaminausschüttung mit der Anstrengung zu assoziieren. Glücklicherweise lässt sich Dopamin leicht durch Ihre Gedanken beeinflussen. Zusammenfassend lässt sich also sagen, erhöhen Sie die Dopaminausschüttung nicht, bevor Sie sich anstrengen und nicht, nachdem Sie sich angestrengt haben. Sie sollten lernen, Ihr Dopamin durch die Anstrengung selbst zu erhöhen. Wenn es sich also um eine sportliche Anstrengung handelt, vergessen Sie den Gedanken, Gewicht zu verlieren oder gesund zu sein. Vergessen Sie auch das Hinzufügen von Motivationsschichten vor der Übung. Machen Sie die Anstrengung zum Vergnügen. Ein schönes Beispiel dafür ist das intermittierende Fasten. Manche Menschen haben alle 24 Stunden ein 12-Stunden-Essenszeitfenster. Manche fasten sogar 2 bis 3 Tage lang komplett. So funktioniert es beim Fasten. Wenn man sehr hungrig ist, wird der Dopaminspiegel erhöht und deshalb schmeckt das Essen noch besser. Das ist also die große Belohnung, die am Ende kommt. Menschen, die sich an das intermittierende Fasten gewöhnen, fangen an, das Fasten an sich zu mögen und nicht die große Dopaminausschüttung durch das Essen nach der Fastenzeit. Ihr Gemütszustand ist klarer, sie mögen das Gefühl, sich leichter zu fühlen, und sie denken an all die guten Dinge, die in ihrem Körper passieren. Sie schauen auf die Uhr und denken, wow, ich habe 16 Stunden lang gefastet. Und sie genießen die Fastenzeit. Es geht also nicht um die Belohnung, die am Ende des Fastens kommt. Das Fasten selbst, das heißt die Anstrengung, wird zum Vergnügen. Die Dopaminausschüttung wird mit der Anstrengung verbunden. So wird die Anstrengung zur Belohnung. Mit der Zeit wird es einfacher und erfreulicher. Nun noch einmal alles zusammengefasst, was wir in diesem Video behandelt haben. Nummer 1. Dopamin ist wie eine Batterie und jede vergnügliche Aktivität erschöpft sie. Leider haben Sie nur eine Batterie, also müssen Sie sie klug einsetzen und gezielt damit beginnen, dopaminfördernde Aktivitäten aus Ihrem Leben zu entfernen, damit sich Ihre Dopaminreserven wieder auffüllen. Dies muss in Ihrem gesamten Leben geschehen. Wenn Sie es mit Ihrer Diät und Ihrem Sport schaffen, aber weiterhin Netflix schauen oder wenn Sie immer noch ein Workaholic sind, es wird sich nicht viel ändern. Nummer 2. Dopamin hat einen Grundwert und einen Spitzenwert. Je größer die Spitze, desto größer ist der anschließende Absturz. Wenn Sie das Dopamin sehr oft durch Videospiele, soziale Medien oder andere Suchtmittel in die Höhe treiben, wird Ihr Grundwert immer niedriger und Sie werden einen Punkt erreichen, an dem selbst das Aufstehen aus dem Bett eine große Herausforderung für Sie sein wird. Nummer 3. Konzentrieren Sie sich auf die Anstrengung selbst. Erhöhen Sie den Dopaminspiegel nicht, bevor Sie sich anstrengen und nicht, nachdem Sie sich angestrengt haben. Sie sollten lernen, Ihr Dopamin durch die Anstrengung selbst zu erhöhen.
Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, dann denke ich, dass Ihnen auch die Zusammenfassung eines Buches namens Der Circadian Code gefallen wird. Dieses Buch hat mir sehr beim Abnehmen und bei meiner Ernährung geholfen und die Qualität meines Schlafs und meiner Bewegung verbessert. Sie sehen das Video gerade auf Ihrem Bildschirm. Danke, dass Sie bis zum Ende zugesehen haben. Haben Sie einen schönen Tag.